If you don't know any German yet, but you want to learn it naturally, this is the perfect story to start. Just listen and try to follow the storyline. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Katrin und wir lernen natürlich Deutsch. Wir lernen Deutsch. Das ist Tommy. Tommy ist ein kleiner Junge. Das ist ein Junge. Tommy ist ein Junge. Und er hat 5 Kekse. 5 Kekse. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind Tommys Kekse. Tommy liebt Kekse. Er mag sie. Er liebt die Kekse. Und die Kekse sind sehr lecker. Mmh, oh, lecker, lecker. Mmh, die Kekse sind sehr lecker. Tommy mag die Kekse. Er hat 5 Kekse. Und Tommy geht in die Schule. Tommy kommt aus der Schule zurück. Und die Kekse sind weg. Es gibt keine Kekse mehr. Wo sind die Kekse? Tommy will die Kekse essen. Aber es gibt keine Kekse. Wer hat die Kekse gegessen? Wer? Das ist Mama. Das ist Tommys Mama. Hat Mama die Kekse gegessen? Nein, Mama hat die Kekse nicht gegessen. Mama hat die Kekse nicht gegessen. Mama hat Kuchen gegessen. Aber Mama hat keine Kekse gegessen. Wer hat Tommys Kekse gegessen? Wer hat Tommys Kekse gegessen? Mama war es nicht. Das ist Papa. Das ist Tommys Papa. Hat Tommys Papa die Kekse gegessen? Nein, Papa hat nichts gegessen. Papa hat getrunken. Papa hat getrunken. Aber Papa hat keine Kekse gegessen. Wer hat Tommys Kekse gegessen? Hat Mama die Kekse gegessen? Nein, Mama hat nicht die Kekse gegessen. Hat Papa die Kekse gegessen? Nein, Papa hat nicht die Kekse gegessen. Wer hat Tommys Kekse gegessen? Das ist Lisa. Lisa ist kein Junge. Lisa ist keine Mama. Lisa ist kein Papa. Lisa ist ein Mädchen. Lisa ist Tommys Schwester. Lisa ist Tommys Schwester. Tommy ist Lisas Bruder. Tommy ist ein Junge. Tommy ist ein Bruder. Lisa ist ein Mädchen. Lisa ist eine Schwester. Hat Lisa die Kekse gegessen? Lisa, hast du die Kekse gegessen? Ich? Nein, ich habe nicht die Kekse gegessen. Ich habe nichts gegessen. Wer hat Tommys Kekse gegessen? Mama hat die Kekse nicht gegessen. Papa hat die Kekse nicht gegessen. Lisa, Tommys Schwester, hat die Kekse nicht gegessen. Wer hat sie gegessen? Das ist ein Sofa. Auf dem Sofa ist ein Hund. Der Hund ist keine Mama. Der Hund ist kein Papa. Der Hund
ist keine Schwester. Der Hund ist kein Bruder. Der Hund ist ein Tier, das Haustier. Und neben dem Hund sieht Tommy einen Keks. Tommy hatte 5 Kekse und hier ist ein Keks. Aber Tommy weiß, wer seine Kekse gegessen hat. Wer hat die Kekse gegessen? Wer hat die Kekse gegessen? War es Lisa? Nein, Lisa hat die Kekse nicht gegessen. Hat Tommy die Kekse gegessen? Nein, er hat die Kekse nicht gegessen. Hat der Hund die Kekse gegessen? Ja, der Hund hat die Kekse gegessen. Er hat 4 Kekse gegessen. Ein Keks liegt noch auf dem Sofa. Einen Keks gibt es noch. Und diesen Keks kann Tommy essen. Also Tommy kann einen Keks essen und der Hund hat 4 Kekse gegessen. I hope you like this little story. Please let me know in the comments if you were able to follow along and what your experience with German was prior to this video. Just let me know your thoughts. I'm always open to comments and I really love the feedback of my viewers. Have a great day and hopefully I'm gonna see you in my next video. Bis dann, mach's gut. Tschüss.